So Leute, dann schauen wir mal, ob die Sache mit Ash funktioniert. So ein Mörder. Naja, zum Glück haben wir Ash gerettet und er ist eigentlich verdutzt. Gut, Ash ist weg. Der Vampirjäger war verdutzt. Gut, schauen wir mal weiter. Ja, es ist gerade ein bisschen nervig, jetzt gerade aufzunehmen. Zumal Full House ist und da ich mit Fragen bombardiert werde, von wegen, wie machst du Let's Play, wie funktioniert dies, wie funktioniert das und bla 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 bla. Leute, ich bin jetzt knallhart und sage, ich werde keine Fragen mehr dazu beantworten, sondern schaut einfach selber unter google.de nach und gebt die Frage ein, wie mache ich ein Let's Play? Ja, wenn ihr Fragen habt, bitte nicht mich fragen. Google weiß immer eine Antwort. Es sei denn, ich warte ab, bis ich das 50. Abo erreicht habe. Dann werde ich ein 50. Abo-Special machen. Wie nimmst du ein Let's Play auf? Und ich hoffe, danach wird es alle verständlich. Dann liegen mir nicht mehr die Leute auf den Ohren und heulen rum. Wie machst du das? Naja. Ist jetzt auch egal. Oh ja, wir haben das geschafft. Wir haben Ash gerettet, befreit. Ja. Und wir machen uns nun auf den Weg zwischen die Menschen, zwischen den Menschen. Und ja, ich vermute mal, Draconia und ich. Ja genau, wir gehen wieder zurück zu Isaac und fragen ihn, beziehungsweise ja, wir brauchen einen Rat. Denn wir haben eine Info bekommen und zwar Ginger Swan. Ja, wer ist Ginger Swan? Das werden wir gleich erfahren. Isaac. Take your time. Hand me the item. Did he at least make a good excuse? Ja. Ginger Swan. Not an animal. A name. Brings back a lot of memories. 70 years ago, wasn't a man in this city that wouldn't have given up his family, career, or anything else for one night with her. Oh ho. That depends. You believe in an afterlife? Ginger Swan's been dead since the 50s. 20 years after, there are still grown men weeping at her grave. I don't know how she's relevant, but I have faith you'll figure it out. Tja, Ginger Swan ist tot. Tja, dann werden wir sie wohl suchen müssen. Und wo könnte sie sein? Tja. Genau, auf einem Friedhof. Oh Leute, das wird echt was. Also Draconia und ich. Ginger Swan. Keine Ahnung. Ich kenne diese Person nicht mal. Von dem her schauen wir jetzt einfach mal nach. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was abläuft. Also, Gott bin ich müde. Ja, genau. Also Gott bin ich müde. Genau. Stimmt ja auch. Ich erst vom Arbeiten gekommen, was gegessen, jetzt noch zusammenschneiden und hochladen. Jesus Christus, das wird was. Danke, Bruder. Ja. Metal Gear Awesome. So, wir räumen jetzt erstmal hier dieses Loch frei. So. Und gehen hier durch. Hallo? Beweg deinen Arsch. Geh doch. So. Ui, bom. Natürlich. Oh ja. Well there, Sugar Puss. I want to think about knocking next time I damn near blew your head off. Mhm, es leckt. Oh, nur ganz kurz. So.
Name's Romero. I'm the caretaker here. Well, that is, I don't exactly keep people from getting in, although that is part of my job. No, you see, I'm here to make sure nothing gets out. See, it's was like soll das so this, every night around this time for the past, oh, several months now, the dead have been getting up with an itch to stroll down Hollywood Boulevard. Nobody knows why, but they're working on it. Until they figure it out, they needed a volunteer to patch the problem, and I stepped forward. Problem temporarily solved, the Baron's happy, I get to shoot zombies, and guarantee I get my blood for another month. I've carved out a nice niche here. Oh, yeah. Shoot them, blow them away, frag them, whatever the situation calls for. Sometimes I throw on chopping and dicing, just to mix it up. You're telling me. As far as I know, I'm the only person around Hollywood who considers marksmanship an art. A lot of the stiffs around here used to be asshole celebrities, too. Bonus. I love my job, what can I say? By the way, hey, you wouldn't be interested in watching the place while I go handle some business, would you? I'm not supposed to leave, or it might end up in a zombie holocaust or something. Like one time these goths snuck in. Ooh, wasn't pretty. Ja, ja, immer sind wir schuld, immer auf die Schwarzen. Let's see, if you can't shoot straight, I can probably fix that. And I've got quite the arsenal. I can probably let one piece go. We'll work something out when I get back. I'll be back in about 5 minutes. If you should see any zombies in that time, you need to put them down. Now, they're dead, so you're either gonna have to hack them up good. Shoot him in the head. Just don't let him bite you. Just don't bite you. No. Just hurts like a bitch. Oh yeah. Tja, was werden wir wohl nehmen? Draconia und ich haben uns entschieden, wir nehmen Nummer 2, da dies ein viel einfacher Weg ist als durch die ganze Zombie-Härte. Sometimes a man needs the kind of release putting a 44 slug through a zombie's brain doesn't provide. You know, temporary affection. Ja. Also, wie gesagt, es ist der einfachste Weg. Der schwierigere Weg wäre, wenn ihr einen Maskeradenbonus braucht, durch die ganzen Zombies zu kämpfen. Ihr schützt dadurch, glaube ich, die Maskerade. Really? Kriegt etwas Erfahrungspunkte. Und so weiter. Oh, und FYI, I like to move, you know, stack. Appreciate it. Jo, ich bin bald wieder da. Also gut, dann werden wir nach einer Tanzpartnerin suchen. Für unseren lieben Romero. Aber bevor wir das tun. Leute. Ja, bevor wir das tun. Machen wir uns auf den Weg zum weiteren Teil des Friedhofs. Und bevor wir da reingehen, würde ich sagen, wir werden hier heute Schluss machen und morgen wieder.